Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer noch wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben von Capital und Angie den neuen Track, der jetzt vor knapp einer Woche rausgekommen ist. Warum geht mein Handy an, Bro? Okay. Und ich freue mich sehr drauf, denn wir haben, ich habe gesehen, auch noch ein Behind-the-Scenes davon bekommen, was wir uns auch noch geben werden, weil ich so Behind-the-Scenes-Sachen mir so selbst gerne immer ansehe. Und das zeugt immer davon, dass jetzt hier ein krasses Musikvideopotenzial auf uns wartet, worauf ich mich sehr freue. Ansonsten, ich finde die Entwicklung von Capital not bad in den letzten Wochen, muss ich sagen. Dass er so ein bisschen, ja, es ist immer schwer zu sagen, so wie früher Sachen macht, aber dass das wieder in eine aggressivere Richtung geht. Wir dürfen hier immer noch keine lyrischen Meisterwerke erwarten, denke ich. Angie hat mich noch nicht 100% überzeugt. Ein, zwei Sachen fand ich nicht schlecht von ihm. Hab mir aber auch den letzten Song auf jeden Fall nicht angehört. Und ja, ansonsten gehen die in der Kombination aber ganz gut. Deswegen bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt hier das Ganze produziert von Bizarro und von Jokef. Ansonsten ist das Video an Easy Does It Production. Easy Does It Production sagt mir gar nichts, muss ich sagen. Aber klingt, auch wenn man hier so mal... Oh, Bro, die Setlist ist ja insane groß. Insane große Setlist. Okay, I guess wir werden hier Real Talk ein gutes Musikvideo haben. Ich bin gespannt. Ja, wir hören einfach mal rein von. Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Am Kurfürstendamm in Berlin haben mehrere maskierte Männer heute Mittag einen Luxusjuwelier überfallen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Tatort... Sieht so ähnlich nicht irgendwie die neue Maske von Crow aus, bis auf diese Hasenteile? Irgendwie schon, oder? Wir haben direkt auch den Bra-Musik-Hoodie an. Der Anfang hat mich sehr stark an Wir sind die Täter erinnert von Kolle und Asche. Wir sehen hier, 15.07. wurde das schon gefilmt. Okay. Das heißt, mit einem Großaufgebot am Tatort, er wurde abgeriegelt. Die Tat heute reiht sich in eine Serie von spektakulären Raubüberfällen der vergangenen Monate ein, bei denen mehrere Millionen erbeutet wurden. Gut am 12 Uhr, Wempel, Rolex, komm, wir nehmen sie hoch! Ich wollte gerade sagen, hier so Crow und Capital-Feature wäre wild, aber gibt's ja schon. Aber Crow auf so einem harten Track, das wäre mal interessant, Mann, das wäre nice, okay. Wir hören rein. Mehrere Millionen erbeutet wurden. Gut am 12 Uhr, Wempel, Rolex, komm, wir nehmen sie hoch! Okay, ich bin kein Freund von diesen Hooks, wo die ganze Zeit nur dieses eine Wort wiederholt wird. Das war vielleicht ein, zweimal nice. Ich glaube, am Anfang bei Rolly Glitzer Glitzer fand ich es auch noch ganz cool irgendwie mal. Aber mittlerweile ist das zu viel so vom Feeling her. Wisst ihr, wenn es dauerhaft dann einfach so... Man kann es gut mitgrölen, es ist eine simple Hook. Und es werden auch Leute nice finden so, deswegen ey... Fühlt das ruhig, wenn ihr wollt, aber das ist für mich, das fuckt irgendwann ab. Nach dem zweiten, dritten Mal hören, geht mir diese Hook, die geht mir jetzt schon gefühlt auf den Sack, obwohl ich sie noch nicht einmal komplett gehört habe. Und wenn ich mir vorstelle, dass es zwei, dreimal im Song kommt, dann ist es zu viel für mich, glaube ich. Aber der Beat ist nice, Mann. Der Beat kommt gut. Besser rede nicht mit Cops, sonst nehmen wir dich. Gut am 12 Uhr, Wempel, Rolex, komm, wir nehmen sie hoch. Könnte auch ein guter Luciano-Beat sein. Hier gibt's keine zweite Chance, ein Fehler und sie nehmen dich. Sag dein kapitalistischen Hipster nicht, wir gehen weit. Okay, ey, aber guter Einstieg, Mann. Auch von der Stimmlage her von Capital trotzdem was Nice. Auch wenn man die Hook jetzt nicht zusagt, so finde ich die Art und Weise, in der er jetzt rappt, angenehm. Sag dein kapitalistischen Hipster nicht, wir gehen weit. In meiner Stadt gibt es Schläge, egal ob du mit deinem Nachnamen Escobar heißt. Besser, wenn du mich nicht schreist. Halt deine Fresse und gib eine Kippe. Sonst gebe ich die tötete Sohn einer Hure, dein Schwester, ich winke. Okay. Es ist so, es kommt so ein bisschen dieses ältere Feeling auf jeden Fall wieder auf, Mann, muss ich sagen. Keine Ahnung, es ist diese Energie ist wieder da. Diese Energie ist wieder da. Und ich muss auch sagen, er hat sein Musikvideo-Game krass nach oben gepusht, muss ich sagen. Also vom wenn man jetzt so vom Vergleich her geht zu den letzten paar, die waren auch schon auf einem sehr guten Level. Ich weiß noch, als der Angie vorgestellt hat, das Musikvideo war auch geisteskrank gut. Aber wir haben nicht mehr diese 0815 Sachen. Er baut zumindest irgendeine Story hier ein. Name Escobar heißt. Besser, wenn du mich nicht schreist. Halt deine Fresse und gib eine Kippe. Sonst gebe ich die tötete Sohn einer Hure, dein Schwester, ich winke. In meiner Gegend ist es keiner mit Kühl mit. Okay, man darf immer noch nicht zu sehr auf den Text achten. Du Sohn einer Hure, dein Schwester, ich ficke.
man darf da nicht zu sehr drauf achten, so. Man muss einfach, glaube ich, nach dem Vibe so gehen. Man kann es ihm irgendwo auch gar nicht mehr übel nehmen, so. Aber keine Ahnung, ich bin einfach froh, dass wir dieses Aggressivere wieder haben. Sonst gebe ich die dritte Saison einer Hure, dein Schwester, ich wecke. In meiner Gig ist es keiner mit Kümel zufrieden, keiner hat Kumpel zu schließen. Bratlatz, nehme dich hops, wenn sie eine Chance dazu kriegen. Ey, also ich muss aber auch sagen, diese Energie ist einfach schön wieder zu haben. Weil wir Lieder nicht viel reden. Was heute passiert, siehst du in den Tagesthemen. Hops, hops. Gut am 12 Uhr, Wempel, Rolex, komm wir. Das Musikvideo ist cool gemacht, muss ich sagen. Ey, das gefällt mir. Nimm sie hops, 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 hops. Alle. Besser reden nicht mit Cops, sonst nehmen wir dich hops. Und die beiden zusammen zu sehen, gefällt mir irgendwie. Hops, hops, hops. Gut am 12 Uhr, Wempel, Rolex, komm wir, nimm sie hops. Okay, die Story ist irgendwie cool, Mann. Die flüchten vor der Polizei, die werden geschnappt. Auf einmal ist es zwar Tag aus irgendeinem Grund, keiner weiß warum, aber dann kommt so eine Armee von Leuten, so versperrt diese Sicht so. Natürlich auch ein bisschen komisch, aber irgendwie hat es ein cooles Feeling in mir ausgelöst. Die fahren mit dem Lambo dann weg. Not bad, aber die Hook gefällt mir auf jeden Fall nicht, Mann. Die Hook geht mir jetzt einfach schon auf den Sack. Digga, scheiß mal auf Rapper, von da wo wir kommen, sind Rapper nur Fratze. Pass auf den Arsch und pass auf, was du sagst, Mann, bevor wir die Shops nehmen. Berlin, wir sind Bosse. Bei ihm, ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass er seine Stimme mit Absicht so ein bisschen tiefer macht. Und das ist das Einzige, was mich eben nicht so krass fühlen lässt. Das ist wahrscheinlich seine normale Rap-Stimme so. So rappt er halt. Das ist er einfach. Aber in meinem Kopf ist noch so eine kleine Blockade, dass ich es 100% fühlen kann. Was ich selbst ein bisschen schade finde. Weil ich ihn gerne noch mehr... Ich habe so Angst, so das Gefühl, dass ich ihn zu früh so abstempel und so sage, ah, Digga, verstell mal nicht deine Stimme so. Obwohl er das wahrscheinlich gar nicht macht und das einfach nur so ein komisches Gefühl von mir ist. Und vielleicht kann ich ihn deswegen noch nicht so 100% fühlen. Aber auch hier wieder irgendwie simpler Shot, die sitzen auf dem Lambo, aber coole Kameraführung drumherum. Gefällt mir. Digga, scheiß mal auf Rapper, von da wo wir kommen, sind Rapper nur Fratze. Pass auf den Arsch und pass auf, was du sagst, Mann, bevor wir die Shops nehmen. Das Berlin, wir sind Bosse. Bitte lass mal die Filme. Was danke, was bitte, du Sohn einer Hure, dich fest einschwicke. Es ist derselbe, es ist, ich check's nicht, sagt man das so? Sagt man das so? Sagt man so, dein Schwester? Also, obviously nicht im richtigen Deutsch, aber sagt man das mittlerweile so? Ich weiß es nicht. Ich bin raus. Meine Zeit auf der Straße ist vorbei. Ich hatte eine wilde Zeit. Das Rap ist eine Note. Oh mein Gott, ich bin hier. Bist du mir dein Cousin, dein Onkel, dein Bruder? Ich fick deine Familie. Frag nicht, warum diese Augenringe. Wir observieren nachts die Juweliere. Hops, hops. Gut am 12 Uhr, Wempel, Rolex, komm, wir nehmen sie hops. Okay, ich muss sagen, also der Beat ist erstmal eine sehr große 1+ wieder. Also das muss man sagen, vom Feeling her gefällt mir sehr, sehr gut. Musikvideo ist strong. Ich struggle bei der Hook, wie gesagt, die gefällt mir gar nicht. Auch bei den Parts struggle ich ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, da hätte man noch vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Ich weiß nicht, da fehlt immer, ich habe so das Gefühl, die Parts sind nice, gerade auch der von Angie, aber dann fehlt immer noch so diese eine Zeile, wo ich sage, oh geil, Mann, geile Zeile, oder oh, das, keine Ahnung, das kam jetzt nice. Das fehlt so ein bisschen, diese letzten paar Prozent, wo ich denke, ja Mann, der Song kommt in die Playlist, die fehlen mich hier irgendwie. Fühlt ihr, was ich meine? So vom Feeling her gefällt es mir, die Atmosphäre ist nice, ich habe das Gefühl so, diese Energie ist da, die funktionieren zusammen auch gut. Und dann sind so diese letzten Prozent, die da rausgekitzelt werden müssten noch. Ich hoffe, die kommen noch. Ich hoffe, die kommen noch. Aber man muss auch ganz klar sagen, Angie, schöner Mann. Angie, schöner Mann. Schöner Mann einfach. Auch hier, wir haben ein kleines Poster. Real Talk, ich hab's noch nicht gesagt, aber wir haben jetzt hier auch ein kleines Poster. Ey, aber das Musikvideo gefällt mir wirklich sehr gut. Diese Drohnenaufnahmen, die hat Kapital in letzter Zeit öfter mal mit drin, gefallen mir sehr, sehr gut. Auch nice, dass bei dem Universal Music Ding jetzt die LED-Tafel von Universal Music zu Bra-Musik gechanged hat. Nice. Komm, wir nehmen sie hops. Hier gibt's keine zweite Chance, ein Fehler und sie nehmen dich hops. Ich sag's jetzt schon, es wäre krass, hätten wir einen dritten Part, aber wahrscheinlich kommt jetzt Album-Promo. Ist immer so. Kein dritter Part mehr. Ja, lass laufen. Ja, ich hab kurz gedacht, warte, als ob er jetzt einen dritten Part kickt, aber jetzt kommt nochmal die Hook und dann Album-Promo wahrscheinlich. Alle hops, alle hops, hops, sind die hops, alle hops, 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 alle hops.
War das Crow-Video jetzt oder nicht, Mann? Ich hab's bis jetzt nicht gecheckt. Ist das die neue Maske von Crow? Die sitzen ja zu dritt auch. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Ich bin noch nicht drin in dem Game. Ich bin doch gar nicht mehr drin, Mann. Ich weiß es doch nicht mehr. Ja, okay, schade. Jetzt kommt Album-Promo wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ey, gut, Freunde. Ich werde euch auf jeden Fall, Das ist das komplett neue Album, ja. Ich werde euch die Albumbox gerne, falls ihr sie vorbestellen wollt, ja, in die Beschreibung packen. Gönnt sie euch gerne. Bestellt das Ding vor. Ja, ansonsten, es ist einfach für mich ein Song, den ich mir nicht oft geben werde, weil mich das Hops einfach zu sehr abfuckt. Das habe ich bei Rolly Glitzer Glitzer, das gibt's noch. Dasselbe Feeling habe ich bei ein, zwei anderen Songs, war einfach random. Die ganze Zeit dieses Walla Nein kann ich nicht mehr hören. Ach, Bro, da war noch irgendwas von Casey und Summer. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie, ich kann das einfach nicht hören, das fuckt mich dazu sehr ab. Und mir fehlen wirklich hier und da diese letzten paar Prozent, damit ich sage, das ist es jetzt so, wisst ihr? Der Song kommt jetzt in die Playlist, auch mit der schlechten Hook, oder wenn mir die Hook nicht gefällt. Oder sagen wir, hier wäre eine gute Hook drin, würde ich den trotzdem nicht in die Playlist packen, glaube ich, weil mir fehlen in den Parts noch so diese... Ich habe das Gefühl, ich höre den Part und denke immer, ah, gleich kommt noch was Geiles und dann kommt aber die Hook. Und dann werde ich auf diesem Gefühl sitzen gelassen. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten, um was Positives hervorzuheben, mir gefällt der Style. Ich hoffe, dass es diese aggressive Richtung beibehält. Ich glaube, die beiden tun sich sehr gut. Die funktionieren als Team gut. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt auf die Tracks, die noch rauskommen. Und ich freue mich sehr aufs Behind-the-Scenes-mäßige, weil man da auch immer die Personality von den Leuten immer so ein bisschen sieht. Und das ist meistens immer ganz lustig. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, Freunde. Lasst mir eure Meinung dazu gerne ausgiebig in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir, ja, du und ich, uns bei dem nächsten Video. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.